wenn wir sagen, wir beschäftigen uns mit der Liturgie für die Toten, um die Toten, mit Begräbnisliturgie, mit dem, was wir als Christen, als katholische Christen darunter verstehen. Dahinter schlummern mehrere große Fragen. Ich habe das, vielleicht lassen wir einmal das rund gehen. Ich gebe das mal nach zwei Seiten, das geht schneller. Nehmen Sie sich einfach ein Blatt weg. Da haben Sie eine kleine Übersicht über das, was Sie heute erwartet. Ich werde versuchen, der Punkt 1 wird ein wenig ausführlicher ausfallen. Ich wollte das aber jetzt nicht in allen Unterpunkten nochmal aufzählen. Nur, dass Sie sich innerlich darauf einstellen können. Das wird ein bisschen ausführlicher sein, was da unter Problemstellungen steht. Und dann bitte ich Sie, ein wenig geduldig zu sein, wenn ich Sie mit ein paar philosophischen Grundfragen quäle. Aber die können wir eigentlich nicht ganz ausklammern. Sonst begehen wir, glaube ich, einen Fehler, dass wir können über Liturgie reden und über Geschichte der Liturgie und was sich dann geändert hat im Zweiten Vatikanum. Und das kann man gut finden, man kann sich auch darüber aufregen, können wir alles machen. Aber wir tun das dann immer ohne Basis. Deshalb ist dieser erste Punkt sehr wichtig. Und ich selber bin jetzt auch in der Beschäftigung damit draufgekommen, wie wichtig der ist und wie das ausstrahlt, bis in die kleinsten Riten hinein, bis in die Gebete hinein. Das kann man dann entdecken. Wie Strömungen, ich habe das eben in der Messe ja schon angedeutet, in der Predigt, wie Strömungen, theologische Strömungen, auch Modeerscheinungen innerhalb der Theologie Einfluss nehmen. Dann sind wir noch nicht dabei, welchen Einfluss die enormen gesellschaftlichen Veränderungen ausüben, denen wir ja alle unterworfen sind und die wir ja, wenn man nur ein kurzes Lebensalter hat oder ein längeres schon, was man da an Änderungen überblickt, gerade im Hinblick auf Tod, Umgang mit dem Tod, denken Sie nur an Begräbnisriten oder Ähnliches. Ich will dann nochmal auf diesen Grundsatz in Punkt 2 eingehen, lex orandi, lex credendi, also das, was die Kirche glaubt, das betet sie. Und das, was sie betet, das glaubt sie. Also so ist die Liturgie immer ein Spiegel oder eine Auskunft darüber, wie das mit dem Glauben aussieht in der Kirche. Und wenn man daraufhin die Totenliturgie anschaut, kommt man zu manchmal atemlosen Entdeckungen, ja, die man da machen kann. In den Ritualien, sowohl in den Erneuerten wie auch in dem ganz Neuen jetzt. Dass man ja dann teilweise wieder wegen einer Formulierung aus dem Verkehr gezogen hat. Gut. Und dann möchte ich gerne die einzelnen, vielleicht wird das schon nach der Mittagspause sein, das müssen wir schauen, die einzelnen Stücke, die zur klassischen Totenmesse gehörten oder gehören, anschauen. Das Requiem, das Dies Irae, das Offertorium Domini Jesu Christi in Paradisum, um noch einmal nachzuschauen, was passiert da eigentlich, was wird da vorgestellt, was wird da aufgerufen, was spielt in diesen Gebeten eine Rolle. Und ich habe da schon eine Wertung vorgenommen, in Punkt 8, das Verschwinden der Narrative und der biblischen Figuren. Es muss jetzt alles ganz theologisch, politisch korrekt sein, es muss alles auf die Auferstehungstheologie hin, ist natürlich vollkommen richtig, aber damit nimmt man alles andere weg, kommen wir nochmal drauf. Dann etwas, was überall in allen offiziellen Texten genannt wird, was wir aber als Text, als Text an sich überhaupt nicht mehr haben, auch nicht im Gotteslob, bis auf einen kleinen, wie sagt man das, wenn man eine Soße reduziert, also so eine kleine Reduktion eines einzelnen Gebetes. Und dann hat man aus den alten Sterbegebeten etwas in den Begräbnisritus übernommen. Also die klassischen Sterbegebete, die von allen Seiten offiziell eingefordert werden, die offiziellen Dokumente oder ein früheres kleines Büchlein vom jetzigen Kardinal Schönborn zur Eschatologie, der am Ritus des Dominikanerordens, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch noch, zwar nicht aus dem Dominikanerorden, aber von den Benediktinern oder aus anderen klösterlichen Riten noch beisteuern, wie man das Sterben begangen, das Sterben, nicht wenn einer tot ist, sondern wenn einer stirbt, nicht wenn er zu spät ist, ja, begangen hat. So eine Liturgie, das ist komplett weg. Ich glaube nicht, dass ich bin immer kühn, wenn ich sowas sage, es wird dann gesendet. Ich freue mich über Rückmeldungen von Krankenhausseelsorgern, die das vielleicht tun. Es mag den einen oder den anderen geben, aber dass das flächendeckend ist, dass das der Dienst der Kirche an den Sterbenden, etwa auch in den Hospitälern wäre, das glaube ich mal bis zum Erweis des Gegenteils nicht.
Und dann habe ich ein Beispiel einer neuen Totenliturgie mitgebracht, zeitgenössische Texte. Allerdings, es gibt viele zeitgenössische Texte, die ich gut finde, sonst würde ich die nicht hier hin tun. Ich kann auch begründen, warum ich die dann gut finde. Das ist so der Überblick über den heutigen Tag. Ich habe eigentlich schon in Planung einen fürs nächste Jahr, weil sonst die Musiker hier zu kurz kommen. Aber es sind ja nicht nur Musiker, es sind ja gleichzeitig auch Theologen. Wir müssten eigentlich nochmal auch einen Sabbattag eigentlich nur machen, nur zur Musik, um zu den großen Vertonungen zu kommen. Also wenn man an das Verdi-Requiem denkt, wir haben neulich noch darüber gesprochen, unser Kantor meint, das ist die beste Oper, die Verdi je geschrieben hat. Und das stimmt natürlich auch, es ist eine Oper, aber zum Thema Tod, ja? Irgendwie eingebettet in die Liturgie. Oder wenn man an schöne, wirklich auch schöne Kompositionen denkt, wie Durufle oder Fauré oder Berlioz oder wie die alle heißen, oder Mozart, natürlich ein bekannter. Wir werden darauf noch zurückkommen, was der Umgang mit dem Tod, gerade auch die katholische Begräbnisliturgie, die klassische, an kultureller Inspiration hervorgebracht hat. Das ist Vergangenheit. Das, was wir heute als Begräbnisliturgie erleben, diese runtergemurmelten, richtigen Sätzchen oder auch lieblos gehaltenen Begräbnisse, so wie am Lieferband. Ich weiß nicht, wen das inspirieren soll. Wir hoffen, der liebe Gott lässt sich nicht von der Inspiration der Toten abhalten nach einem solchen Ritus. Ja. Am 4. Juli 2003 wurde von der damaligen rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen eine Neufassung des Bestattungsrechts auf den Weg gebracht. Und die beiden Kirchen, also sowohl die katholische wie die evangelische, hatten heftige Kritik im Vorfeld dieses Gesetzesentwurfs geäußert. Es gab natürlich eine Anhörung und die Kirchen brachten in Anschlag nicht so sehr ihre eigenen Interessen oder ihre eigene Überzeugung, sondern das, was im Grundgesetz verbürgt ist, dass es nämlich hier um eine Verletzung der Würde des Menschen geht. Etwa die Aufhebung der Bestattungspflicht für Urnen sei ein unwürdiger Umgang mit den Toten und ein Missbrauch der Totenruhe. Das Gesetz trat am 1. September 2003 in Kraft und hat die kirchlichen Kritikpunkte nicht berücksichtigt. Das ist aber, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Gesetzeslage ist, aber Bremen hat meines Wissens das liberalste Recht diesbezüglich. Also inzwischen ist es möglich, weil dagegen wurde geklagt, dass es nicht möglich ist, bei der Feuerbestattung die Totenasche auch durch Verstreuen auf einem privaten Grundstück zu entsorgen, oder wie soll man da sagen. Man kann auch das zu einem homogenen Körper in beliebiger Form gießen oder künstlerisch gestalten. Inzwischen ist ja so in, dass sie aus Tante Erna einen Diamanten machen können. Ja? Das wird dann so verdichtet, dass sie am Schluss einen Stein, kleinen Stein haben. Und da können sie dann sagen, das ist Tante Elli oder das war mein Vater oder ist mein Vater, ich weiß nicht, wie die Sprachgebräuche sind. Ja? Das ist ein Blick, ein Schlaglicht von außen, wie wir uns diesem Phänomen stellen. Und das ist das Ergebnis, dass es eine solche Klage in unserem Land gibt, dass es Gerichte gibt, die solchen Klagen stattgeben, dass es Regierungen gibt, politische Konstellationen gibt. Da müssen wir uns übrigens nicht vormachen, das ist jetzt gar keine Sache, die ich hier reite gegen rot-grüne Landesregierungen. Das können Sie bei CDU-Regierungen inzwischen genauso haben. Also da braucht man sich nichts vorzumachen. Ja. Also da sind wir ganz frei von politischen Färbungen, weil das ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel ist. Und in diesem Wandel kann man feststellen, die Stimmen der Kirchen, die gibt es, aber die werden nicht gehört, spielen überhaupt keine Rolle mehr. Selbst wenn sie gemeinsam auftreten, wenn sie einzeln auftreten, ist es noch schwieriger, aber werden de facto nicht mehr gehört. Und das hat aber Auswirkungen, eine solche Prägung, auch auf jeden Einzelnen von uns. Etwa mit der Frage, wie sieht mein Begräbnis aus? Das, was früher etwa innerhalb der Kirche, wenn ich wusste, ich bin katholischer Christ, ich sterbe als katholischer Christ und ich werde hoffentlich als katholischer Christ begraben, war früher eigentlich klar, wie das ablief. Das ist heute nicht mehr klar. Heute kommt die Bestattungsunternehmerkultur und legt Ihnen eine Palette an Möglichkeiten vor. Die Preise nennen die vorher nicht. Aber Sie kriegen eine Palette an Möglichkeiten. Sie können alles machen. Sie können verschiedene
Settings auswählen, was sie da haben wollen. Das, wir erleben das ja auch manchmal im Kloster, wenn, wir haben ja selten Begräbnisse, aber wenn da eine ist, muss man im Vorfeld immer schon alles ausschließen. Ich will da keine Bilder haben, ich will da keinen, ja, da lebt ja alles dann nochmal merkwürdig auf, was man sich an, aus den Vorabendserien, aus amerikanisierenden Dingern, aus dem Fernsehen zusammenbastelt, so möchte man das gerne haben. Aber da stehen Fragezeichen auf, die immer aufstehen im Umgang mit dem Tod. Und die Kirche hatte eigentlich eine relativ klare Haltung. Und die gerät auch ins Schwanken, weil wir darauf, wenn wir dann kommen. Ich will deshalb im ersten Durchgang, ich hatte von philosophischen Grundfragen gesprochen, ich fand das am besten geregelt und, oder dargestellt bei einem Mann namens Joseph Pieper, den einige vielleicht kennen, vom Namen her, weil ich den öfter zitiere. Einige nennen den auch den Hausphilosophen von Papst Benedikt XVI. Gut, die werden sich aus der Münsteraner, aus der gemeinsamen Münsteraner Zeit an der Universität gekannt haben und sich auch gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben. Sie zitieren sich zumindest gegenseitig. Also Joseph Pieper ist schon länger gestorben, 1997 gestorben. Einer der großen, wenn man das so sagen kann, katholischen Philosophen. Großer Platon-Kenner, großer Thomas-Kenner, Ausleger. Und er hat einen Essay geschrieben über Tod und Unsterblichkeit. Ich gehe dem ein bisschen auch wieder mit einigen Akzentuierungen nach. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, diesen Gedankengang, den Joseph Pieper hat. Dass uns der Tod betrifft, weil wir, ob wir uns dem stellen oder nicht, weil wir wissen, er ist unausweichlich. Mit jeder Sekunde, die ich lebe, gehe ich auf dieses Ereignis zu. Ich kann das nicht abstellen oder abbestellen oder ich entkomme dem nicht. Ist eine Grundgegebenheit. Und Pieper weist auf Augustinus hin, der in seinen Bekenntnissen schreibt, betroffen als 19-Jähriger vom Tod eines Freundes, Factus eram ipse mihi magna quaestio. Ich war mir selber zu einer großen Frage geworden. Das ist eine der Grundgegebenheiten, dass Fragezeichen aufstehen. Ganz allgemein gesprochen, nicht theologisch, aber anthropologisch gesprochen. Für den Menschen stehen Fragezeichen auf, egal zu welchen Antworten ich komme. Und die bleiben auch. Wir wissen von sehr frommen Menschen, von Menschen, die etwa die Seherin von Lourdes, Bernadette Soubirous, ist gestorben mit dem Satz, ich habe Angst. Ein sehr menschliches Geschehen, die ist eine Heilige. Eine Frage steht auf. Das ist die Philosophen nennen das die Geburt der existenziellen Philosophie, also des Nachdenkens über meine Existenz, über mein Dasein, über mein Leben, das mich unmittelbar betrifft. Der Tod ist so etwas wie ein Grundimpuls überhaupt der Philosophie, also über sich selber nachzudenken, sich zu reflektieren. Als im 12. Jahrhundert so Pieper in Toledo der gelehrte Spanier González, einer der großen Vermittler und Übersetzer der europäischen Geistesgeschichte, die überkommenen Definitionen der Philosophie zusammenträgt, hat er auch die folgende zu nennen. Cura et studium et solicitudo mortis. Also nicht nur das Nachdenken und die Sorge, sondern das Erlernen des Todes ist die Aufgabe der Philosophie. Den Tod lernen, sterben lernen. Oder Cassiodor, ein Freund des Boetius, der die Anmerkung macht, es sei überhaupt diese Kennzeichnung der Philosophie, sei dem Christen am ehesten gemäß. Und es ist Seneca, dieser große Philosoph, der an den alten Philosophen rühmt, dass sie lehren, wie man stirbt. Oder bei Epiktet, ebenso einem großen Philosophen, heißt es, andere mögen Rechtsfälle studieren, andere mögen Rezitationen und Syllogismen einüben, du aber lerne zu sterben. Als die große Bewegung, der große Impuls der Philosophie. Über sich selber, über das Leben, über das Dasein, über unsere Existenz nachzudenken.
Oder Michel de Montaigne, philosophieren heißt sterben lernen. Warum ist das so stark? Auch darauf gibt Pieper versucht eine Antwort. Dass mit dem Sterben etwas Endgültiges verbunden ist. Und zwar auf eine Weise, wie wir das sonst nicht erfahren können. Alles ist irgendwie vielleicht revidierbar oder korrigierbar oder wieder einholbar, aber dass im Sterben etwas auf einzigartige Weise Endgültiges geschieht, ein definitives Ausscheiden aus diesem Leben, etwas im äußersten Sinn nicht rückgängig zu machendes. Darauf gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, die auch bis in die Theologie, bis in die Gebete eine Rolle spielen. Es hat nämlich Auswirkungen gegeben. Die Theologie rezipiert ist ja in der Regel hoffentlich auch ein fruchtbares Gespräch zwischen Philosophie und Theologie. Also inzwischen ist das ja durch diese Klambüser-Regelungen, die man hier hat in Deutschland mit diesen merkwürdigen, wie heißt das jetzt, Bachelor und Master, hat man ja diese alte Ordnung, dass man, wenn man Theologie studiert hat, zuerst mal Philosophie machen musste, 4 Semester oder 6 Semester, und dann Theologie studiert hat, weil die Philosophie die Art des Denkens überhaupt erst die Grundlagen legt, um Theologie zu treiben. Das ist ja inzwischen alles in den Wind geschossen, indem man für den Bachelor irgendwie immer so Querschnitte macht. Also man hat immer ein Thema und dann prüselt man sich irgendwie aus allem irgendwie was zusammen. Es passt aber dann nichts zusammen. Dann wundert man sich, dass am Schluss da Leute rauskommen, die nicht denken können. Das ist eben nicht besonders verwunderlich. Ja, man will halt Abschlüsse haben. Das ist ein anderes Thema. Das muss man, glaube ich, auch nochmal einen Sabbattag zumachen. Hier an der Universität. Das ist ein Thema Bildungspolitik. Aber es ist immer in der Theologie war das immer sehr wichtig, dass es philosophische Grundlagen gibt, dass man auch die Philosophiegeschichte kennt. Und dass es ein lebendiges Gespräch gibt. Und dass die Theologie sich darüber Auskunft gibt, auch welchen Strömungen sie ausgesetzt ist und sich aussetzt und damit auch ein kritisches Potenzial hat, weil man sonst von bestimmten Strömungen einfach mitgerissen wird. Wir werden das noch sehen. Eine solche Strömung ist im liberalen Protestantismus Ende des 19. Jahrhunderts aufgetaucht, indem man so die These aufgestellt hat, also es gibt etwas Urbiblisches. Die biblische Botschaft hat etwas ganz, hat so in sich einen Genius und der ruht in sich. Das ist eine eigene Kultur. Und dann begegnet durch die Kirchenväter hauptsächlich, manche haben da auch dem heiligen Paulus schon den Verdacht, begegnet man dieser hellenistischen Kultur und Philosophie, also dem, was man Platonismus nennt oder Neuplatonismus, griechisches Denken. Und diese Verbindung ist sozusagen der Sündenfall der Theologie. Also kein anderer wie Benedikt XVI. Schon als Josef Ratzinger hat gegen diesen Unsinn angeschrieben, weil man natürlich nie, wir werden das nachher bei ihm noch sehen, kulturelle Räume so trennen kann. Als hätten die in Israel, was es ja damals so gar nicht gab, als hätten die eine Mauer um sich gezogen und würden unbeeinflusst denken. Man könnte zum Beispiel fragen, warum kam jemand auf die Idee, im zweiten vorchristlichen Jahrhundert eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes zu machen? Und wie, auf welchen kulturellen Grundlagen hat man das Alte Testament aus dieser Sprache, aus dem Hebräisch-Aramäischen, ins Griechische übersetzt? Warum? Das braucht doch dann keiner. Weil es eine kulturelle Beeinflussung natürlich gab. Da war von christlichen Theologen noch weit und breit gar nichts zu sehen. Die gab es noch gar nicht. Und wie sehr natürlich dann wiederum, als es eine griechische Übersetzung unseres heutigen Alten Testamentes gab, das wieder umgekehrt natürlich auch das Denken auf der anderen Seite, wenn man das so kontrastieren will, beeinflusst hat. Aber in dieser Kontrastierung hat man gerade die Totenliturgie und den Umgang mit dem Tod verdächtigt, indem wir ja von Leib und Seele sprechen. Und dann haben wir gesagt, das gibt es in der Bibel gar nicht. So eine Teilung gibt es irgendwie gar nicht, Leib und Seele. Sondern, wenn der Mensch stirbt, stirbt er. Dann ist er ganz tot.
Weil man Angst hatte, wenn der nicht ganz tot ist, wenn noch irgendwas lebt an dem, dann ist die Auferstehung ja irgendwie gar nichts wert, oder? Also dann lebt er dann noch weiter, oder wie ist das? Gleichzeitig ist natürlich der Mensch eine fatale Kombination. Also natürlich wird unser Leib, mit dem wir existieren, das ist unsere Existenzweise, wird in die Erde gelegt oder verbrannt oder sonst was damit gemacht. Und dann ist nichts mehr oder verfällt langsam. Aber ist das alles? Ist das alles, was den Menschen ausmacht? Warum können wir überhaupt nach vorne denken? Warum können wir uns überhaupt Gedanken darüber machen? Das kann kein Tier. Also nicht der Hund, da ist ja, der schläft, aber der kann sich nicht Gedanken darüber machen, was morgen ist oder wenn er stirbt oder eingeschläfert wird oder so, was dann ist. Das kann er nicht. Will er wahrscheinlich auch gar nicht. Aber wir können das. Warum? Was ist da in uns angelegt? Wir kennen diese alte biblische Geschichte, dass schon auf der ersten Seite der Bibel diese zwei Komponentenlehre dort aufgemacht wird. Also wir sind Adam, wir werden von der Adama, vom Erdboden genommen. Gott bildete den Menschen vom Erdboden, deshalb heißt er Adam. Aber er ist nicht nur Adam. Er wird zu einem lebendigen Wesen, in dem Gott seinen Lebensatem in diesen Erdklumpen hineinbläst. Auch da ist schon diese zwei Elemente sind schon angedeutet.